fertig ist. Ich meine mich zu erinnern, irgendwas war bei dem Brunnen noch. Da müssen wir gerade mal Kodexwand, Entschlüsselseiten werden hier aufbewahrt und an der Wand aufgehängt. Okay. Ja, da müsste man dann mal gucken, was dabei rumkommt. Da wollte ich jetzt nicht hin. Ich wollte nicht in den Altarraum. Das lässt man natürlich auch so offen dann, ist ja klar. Hier war irgendwas mit dem Brunnen. Lass mich nochmal stöbern. Was ist das hier? Genau, hier war irgendwas mit dem Brunnen noch, meine ich mich zu erinnern. Das gucke ich mir direkt mal an. Da ist der Brunnen. Ich meine, da kann man rein. Ja. Siehst du, ich wusste es doch. Ich bin so klug. K-L-U-K. Genau. Groovy, Baby. Ah, dann kann man dann da hoch. Genau. Dann geht man da rüber. Sie müssen ihn schwingen. So. Muss ich doch. Irgendwie so ging das doch, ne? So. Da. Auch eine interessante Umgebung, um ein Sparschwein aufzubewahren. Na gut. Die Kohle, die man hat, die hat man. Das ist doch wunderbar. So. Das heißt, wir machen jetzt hier einmal den. Hui! Und ab geht er wieder. So, da wären wir wieder. Schauen wir vielleicht nochmal bei dem Knaben hier vorbei. Ah ne, bei dem Schneider können wir nochmal vorbeigucken. Ich glaube, der macht mir auch Taschen oder so. Beutel, sag ich doch. Der macht mir auch Taschen. Mittlerer Medizinbeutel. Oh, oh, nicht genug Kohle. Schade. Aber das darf ich nicht aus dem Auge verlieren. Na klar. Weil dann kann ich nämlich mehr von den Fiolen mitnehmen. Ja. Kruzifix, was juckt mir denn heute so mein Öhrchen? So. Mhm. Ja. Okay. Gut. Mhm. Ja, für 100 Florin, da darf er mich gerne kutschieren. Habe ich denn die Minen? Die Minen sind auch schon ausgebaut, ne? War da nicht noch was? War da nicht noch was? Da war noch was. Ich hole mir mal eben mein Pferdchen. Weil ich habe ja gerade den Brunnen ausgebaut. Und aufbäumen. Ein völlig überflüssiges, aber trotzdem nett anzusehendes Feature. Ja, it's not a bug, it's a feature. Weil ich kann mich daran erinnern, da war was mit den Minen. Weil mit diesem Dingstenkirchenzieher, wie heißt das? Mit dem Brunnen war es ja genauso. Irgendwas war da. Die hast du ausgebaut und dann hast du was gekriegt. Da konntest du da was abholen. So als kleine Belohnung.
waren doch irgendwo hier die Minen. Da muss ich mal gucken, wo die waren. Vielleicht kann ich dann dort noch was abgreifen. War das hier? Ja, da war's doch. Genau. So, ich wusste, ich habe doch da was gesehen. Oh, die Kohle ist schon wieder da. Ist das schön. Sehr gut. Ich müsste noch mal gucken, was ich noch freigeschaltet habe. Irgendwas war da noch. So. Schauen wir direkt mal nach. Seid nicht schüchtern, tretet nie. Ich bin sicher, was ihr braucht. Also, wir können ja dann nochmal Geld abheben und können diese 5 Riesen nochmal investieren in das in die Stadt. Weil wenn die einmal ausgebaut ist, dann gibt es regelmäßig richtig viel Tatas. Das wollen wir ja auch. Einkünfte nehmen. Dankeschön. Für diesen schönen Morgen. So, interagieren. Buongiorno. Salute, Saezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Na klar. Was haben wir denn da? Wir haben hier jetzt noch... Also, Bordell ist fertig. Minen ist klar, Kirche, da werden wir nochmal reinschauen. Also Bordell und Kirche, passt gut. Kaserne, Diebesgilde und Brunnen und Minen haben wir ja gerade. Okay. Das heißt, wir werden den Arzt, so wie Gift, Medizin verkaufen, wir steigen den Wert der Stadt. Das können wir. Können wir das? Das können wir doch gar nicht. Nicht genug Geld, wollte ich doch sagen. Okay. Kunsthändler. Wir können einmal... Ah, das können wir eigentlich machen, ne? Was haben wir hier bei Schmied? 7000, das geht noch nicht. Dann machen wir Kunsthändler. Wir machen einmal hier renovieren. Und werfen direkt noch was mit 5000 hinterher. Ja, wir können natürlich den auch steigern erstmal. Ach komm, wir nehmen den. Zack. Oh, habe ich gar nicht ausgewählt. Doch, habe ich wohl. Ha, muss ich doch. So, da haben wir 3000, 7000. Okay. Ja, wir kommen schon gut voran. Buon viaggio. Buon viaggio. Sehr schön. Ab zur Kirche. Wo ist denn die Kirche? Irgendwo hier vorne. Wo ist die Kirche? Reise so niedrig, dass ihr euren Augen nicht trauen werdet. Schaut nur her. Bedenkt auch, wenn ihr ein oder zwei... Die
Kirche war doch hier links rum, ne? Wer könnte sich wohl da ist die Kirche. Kirche ist offen, also gehe ich sie besuchen. Mahlzeit. Liegt da irgendwie Kohle rum oder sowas? Nö. Doch, da oben. Ah, wollte sich von mir verstecken. Money, money, money. Must be funny. In a rich man's world. So, jetzt ist die Frage, wo waren nochmal die Bordells? Die waren doch auch hier irgendwo. Amo, es gibt keinen Grund für Gewalt zwischen Freunden. Waren die hier irgendwo? Oder waren das hier die... Ja, das müssen die hier gewesen sein. Oder ist das hier die Diebesgilde? Ich weiß es nicht mehr. Schauen wir mal. Da ist nix. Ah, die habe ich schon leer. Okay. Oder das ist noch nicht ausgebaut. Das kann natürlich auch sein. Das war irgendwo eins dieser Randgebäude. Rauf da. So. Ich glaube, dass da eine Ecke war. Ah, da sind ja die. Ah, da sind die. Ich sehe sie doch schon. Die leichten Mädchen. Schön in Rot eingedeckt. Also nicht die Mädchen, sondern das Gebäude. Ah, schneller Schuh heute. Zack. Geschmeidig wie eine Katze. Was haben wir da noch? Na, hier gibt's nichts. Schade. Ich dachte, man könnte hier vielleicht sich... Was sei denn? Kann ich da irgendwas sehen? Nö. Aber wo ist denn dann Militär? Das muss dann da hinten irgendwo sein, ne? Nix. Da muss aber was sein. Weil, warum hätte man sonst hier oben einen Aufstieg? Ich höre es doch schon wieder. Ich höre es klingeln. Und das ist nicht die Avon-Beraterin. So. Pling. Pling. Schankelön. Ach, guck mal, was für ein schöner Ausblick. War an für sich eine kleine Stadt, ne? Na. Da hinten haben wir jetzt auch die Dinger offen. Ah, da hinten ist auch ein Gebäude offen. Okay. Dann watschen wir da dann nochmal schnell vorbei. Ciao. So, da kommen wir mit Sicherheit gleich rauf.
Hallo Mädel. Na, rauf da. Und du auch. Ah. Okay, falsch getriggert. Macht nichts. Gut, dann klettern wir hier nochmal. Und gehen da nochmal hoch. Und dann sind wir auch schon wieder fast am Türmsche. Oh, was war da denn noch? Oh, da ist noch eine Kiste. Oh, da ist eine Kiste. Die muss ich mir mal ganz geschwind holen. So, alles für die Stadt. Alles wird hier für die Stadt abgegrast. Sehr schön. Sehr schick. Sehr gut. So. Mhm. Komme ich nicht hoch. Warum nicht? Irgendwas fehlt. Ach, ich bin doch so ein Dussel. So. Genau. Und dann haben die nämlich dort oben nämlich die Klappe aufgemacht, damit man da auch rein kann. Genau. Zack. Hier gibt's Kohle. Sehr gut. Und hier hat man direkt wieder die Möglichkeit, einen Heuhaufen zu penetrieren. Zack. So. Ja. Dann könnte ich jetzt noch mal gucken. Inventar. Oh, ich kann 19.000 Florine in der Kiste haben. Okay, das ist gut. Gefällt mir. Ist auch noch ein Türmchen. Komme ich da auch noch mal rein? Gibt es dort vielleicht auch etwas abzustauben? Auf jeden Fall sieht es aus, wenn man da reinklettern könnte. Da ist auf jeden Fall, sind dort vorstehende Steine. Das heißt, man kommt auf jeden Fall hoch. Ey, die haben alle in ihren Türmen, haben die Kohle gebunkert. Das ist doch gut. Oh, das war nicht schlecht. Klettern. Mhm. Leider keine Kohle. Schade. Da habe ich jetzt welche drin. Eins. Zwei. Das hier? Irgendwas ist da drunter. Könnte das die Dings sein hier? Die, wie heißt sie? Die Kammer? Also ich hätte erwartet, dass der hier woanders hinkommt. Ah, Montregionis Wert. Ah, okay, verstehe, 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 verstehe. Okay, okay, okay. So. Also ich hätte gesagt, der hier, der muss... Okay.
zu sehen. Zoomen. Zoomen, da. Mhm. Ah, ich verstehe. Das kann nach meiner Auffassung nur so sein. Genau. Und da da eine gerade Linie ist, hier, kann der nur so sein. So. Das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Obwohl, könnte auch so sein, ne? Na. Na, so ist besser. Dann läuft der so. So. Genau, in der Mitte das Assassinen-Symbol. So. Das sieht nach. Das ist eine Welt. Das ist eine Weltkarte. Das sieht man doch schon. So. Na komm her. Den muss man so machen. Das ist eine Weltkarte. Das sieht man. So. Den so. Genau. Und du musst andersrum noch. Ach, die haben aber wirklich jedes Teilchen hier verbogen, ey. Na komm her. Will ich haben. So. Genau, weil da wieder das Assassinen-Symbol ist. Das muss so. Das geht gar nicht in eine andere Richtung, weil ja die Dinger unten sind. Ja. Sieht doch gut aus. Zurück. Sehr schön. Dann gehe ich hier jetzt nochmal in den Keller. So. Ja doch, das ist dann der. Ja, alles klar. Weil das hier oben ist nämlich der... das hier oben ist nämlich das Bodengitter und hinter der Villa. Okay. Wo muss ich denn jetzt hin? Da war dieser... Der hier. Der war's. Zack. Yeah. Weg mit dem Riegel. Sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Heißt ja, Montrigionis Wert. Ah, um 25% gesteigert. Um 25 gesteigert. Juhu. Ja. So, jetzt wäre als nächstes natürlich die Frage, hat Mademoiselle wieder ein bisschen Kohle drin? Null Florin, okay. Ich wette mit dir, sobald ich hier den Weg aus der Stadt rausnehme, liegt wieder Kohle drin. Aber gut. Ah, ich habe noch ein bisschen Kohle. Ich kann da was bauen. Ah, haha. Komm her, Meister. Buongiorno. Salute, Saezio. Servus. Sollen wir uns die Liste anschauen? Na, gerne. Bank hat 9. Schmied, Arzt. Arzt. Mhm. Schneider. Schneider ist ja schon. Nee, Schneider ist noch nicht fertig. Mhm. Bank kann ich noch nicht fertig machen. Da sag ich doch, das ist die Kaserne. Ja, genau. Auf der anderen Seite war die Diebesgilde. Genau, das war das Grüne. Da war der Brunnen. Da ist das Bordell. Mhm. Okay. Mhm. Dann nehmen wir den Arzt. Zack. Aber noch ein bisschen Taschengeld. Buon viaggio. Sehr gut. Und hier kann ich alles ablegen, oder hier wird nachher alles abgelegt, was ich so kaufe. Ja.
weil das heißt, wir werden auch, wenn wir nachher genug Geld haben, mal die Schmiede leer kaufen, um einfach alles mitzunehmen, was man so kriegen kann. Ich mag teuer sein, aber meine Waren sind die extra Quatschlinien. So, dann heil du mich nochmal. Zack. Schankedön. Glaubt mir, ihr werdet euch bald finden. Sehr schön. Okay. Ab nach Florence. Obwohl, lass mich mal mit dem Pferd in die Toskana reiten. Und zwar nicht nach Florenz, sondern in die Toskana. Vielleicht finden wir da auch was. Wer weiß, wer weiß. Heya! Wirklich in die Toskana nach San Gimignano reisen? Akzeptieren. San Gimignano, Chimichangas. Okay. Oh Gott, ich bin ja hier geächtet. Was war hier? Was ist das hier? Assassinengrab. Cool. Dann werden wir erstmal dahin reisen, dann würde ich sagen. Und schnappen uns erstmal hier das Türmsche. Hi, hi! Assassinengrab, schön, da bekomme ich dann wieder eine Scheibe. Ja, jetzt sag ich doch, jetzt kommt die Kohle in die Villa. Ärgerlich, na ist egal. Kann ich später noch ein bisschen shoppen gehen. Gut. Und Sünken. Sehr schick. Schauen wir mal in das Kärtchen. Da ist eine Schnellreisestation. Dann können wir auch mal eben hier den hier machen, den einsamen Turm hier. Hui! Gas! Alter Schimmel, du. Da hinten muss ich hin. Okay. Du wirst hier noch was sprechen, Idiot. Hör auf! Lass mich in Ruhe. Ich höre schon wieder Kohle. Eine Glyphe. Die Macht nicht. Sie wird vererbt. Nachkommendatei freigeben. Er trug ihn bei sich, finde sein Erbe. Infrarot. Da ist er. Der Edensplitter. Vielleicht finde ich ihn auch schon so.
Da ist er. Zack. Mahatma Gandhi beim Salzmarsch 1930. Da. Passcode gefunden. Drücken und Passcode eingeben. Datei freigegeben. Alle abspielen. Cool, ich habe drei hintereinander. Zack. Ja, sehr schön. Okay. Das macht natürlich Sinn, wenn man sowas sammelt. Einfach, um auch so ein bisschen mehr die Story zu finden. Ne? Finde ich auch sehr cool. Würde ich auch gerne fertig machen. Anders als wenn man zum Beispiel nur Federn oder so sammelt, macht das wirklich auch Sinn und Laune, weil du da ja richtig, ich sag mal, was von hast, ne? Und nicht einfach nur eine Zahl als Ergebnis, ne? So, dann wollen wir hier auch nochmal den Synchronisator machen. Na, na. So, was haben wir jetzt noch hier Schönes gefunden? Gefunden, aufgedeckt. Gar nichts, aber das reicht mir erstmal auch, weil ich will jetzt erstmal hier die Karte aufdecken. Einfach aufdecken. Ui! Sehr gut. Guck mal, das Pferdchen kommt auch schon angetrabt. Sehr nett. So. Und alle hopp. Andiamo! Avanti! Glück auf der Erde ist auf dem Rücken der Pferde, oder wie war das, ne? Da müssen wir hin. Und einmal abgesessen. Super. Was haben wir jetzt noch? Mir fällt gerade auf, dass mein Keylight ein bisschen schief ist. Da muss ich bei Gelegenheit nochmal ausrichten. So, ja. Das waren jetzt die Aussichtspunkte hier. Das heißt, wir könnten jetzt versuchen, da da eine Schnellreisestation ist. Vielleicht ist von dort auch... Ja, dann wird hier auch ein Eingang sein. Gehen wir mal dahin. Machen wir uns mal zu Fuß auf den Weg. Ein paar Meter laufen nach der ganzen Reiterei. So. Mhm. Schön. Bleibt doch stehen. Rums. Nein, könntet ihr nicht. Ja, bin ich.
Scusi. Por favor. Wo ist denn der Steckbrief? Wer klebt denn hier einen Steckbrief hin? Wer? Ach ja. Ihr müsst uns ein paar eurer Tricks beibringen. Nope. Wo ist dieser Steckbrief? Wo ist denn der Steckbrief? Hey, bei euch sieht das einfach aus. Ja. So schöne Muskeln. Ja. Nett, dass du das sagst. Oh. Vielleicht sollte man ihn aufhalten. Ah. Das ist doch ein Fehler. Er ist flink wie der Wind. Welch ein Können. Hier ist kein Steckbrief. Sei denn, die haben den irgendwo hier hingebaut. Ah, da. Okay. Ach, nee, das wollte ich doch gar nicht. So. Wer hängt denn hier Steckbriefe hin? Sieht doch kein Mensch. So, da hätten wir noch ein Türmchen. Da können wir noch mal hoch. Oh, da ist noch eine Kiste. Geil. Oh nein, ich. Was ist da noch? Ah, das ist ein. Hä? Ja, und das für einer? Ist das irgendwas Besonderes? Assassinengrab? Okay. Keine Ahnung. Das sieht man vielleicht, wenn ich den. Ja, ne? Bewegt sich wie ein Möbel. Ich bin wie. Vielleicht sollte man ihn aufhalten. Scheiße! Dieses Mal entkommt er nicht. Danke. Okay. Schreit nicht so rum. Ja, gut, dass ich nochmal die Steckbriefe abgerissen habe, ja? Da komme ich hoch. So, aufwärts. Dann gehen wir hier lang. Schon fast oben, Mensch. Da ist ja noch eine Glühbirne. Es wird immer leichter, sich in Abstergos Mainframe zu hacken. Es scheint fast, als wüsste ich, nach welchen Daten ich suchen muss, als hätte ich es schon erlebt. Endliches Wissen, Datei freigeben. Jo. Ihre offene Mündung verteilt den Kuss des Todes. Ah.
führt die Jugend zu ihrem Ende. Mitglieder der 2. Infanteriedivision rücken unter MG-Beschuss und Ausbildung von Brest, Frankreich vor. Die Flammen aus seinem Schlund stechen ihnen die Augen aus. Die Flammen aus seinem Schlund. Da. Dieses Monster kommt nicht von den Menschen. Da ist er. Ein Edensplitter. Passcode gefunden und eingeben. Datei freigegeben. So, alle abspielen. Okay. Gut. Da ein paar haben wir noch. Ein paar Glyphen. So. Sehr ordentlich. Gut, was haben wir jetzt? Okay, da ist nichts mehr. Ah, da ist auch noch ein, das ist auch noch ein Ding, das haben wir gar nicht gesehen. Ach, das geht hier alles noch weiter. Ach, okay. Schön, sehr schick, sehr ordentlich. Gut, da bin ich, da ist Ezio Auditoro. Dann hätte ich gesagt, dann holen wir uns hier mal die Codex-Seite. Was ist da noch? Was ist das denn hier? Brief wegbringen? Kurierauftrag. Bin ich Laufbursche oder was? Dann hätte ich gesagt, holen wir uns hier die Codex-Seite und klettern dann hier drauf, um dann anschließend ins Assassinengrab vorzurücken. Halte ich für eine sehr clevere Idee. Und dann haben wir, glaube ich, auch schon fast die Zeit für unser Abendessen hinter uns. Oder erreicht. Ich bin nicht berüchtigt. Ja. Was ist eine Feder? Wen interessiert eine? Nee, wen interessiert eine Feder? Auf der Höhe hier. Da. Muss ich doch. So. Mal ein bisschen wieder runtergeholt. Danke, dass du mich gebremst hast. Qualität unserer Nähte ist legendär. Ihr habt hier nichts verloren. Scheiße, warum nur einen? Schön mit den Dosenöffnern hier. Sehr gut. Sehr gut. Erstmal da rein in die Codex-Seite uns organisieren. Ganz wichtig, brauchen wir noch.